bin gerade auf Leertaste. Kann ich aber gerade nicht aktivieren anscheinend. Ah. Ich habe kein... Warte mal. Wieso habe ich kein Schild? Aber ich habe kein Schild. Ich habe 0% Schild. Okay, jetzt lädt sich's auf. Ich jag die Schildenergie. Okay. Auf Leertaste, deswegen kriege ich den Schub, jag ich die Schildenergie in den Antrieb rein. Mhm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Deswegen, ich jag mal volle Energie auf die Schilde, damit die sich mal kurz regenerieren. Bevor wir auf den Hilferuf zugehen. Weil wenn wir keine Schilde haben, ist es natürlich auch sehr blöd. Ja, da müssen wir jetzt mal kurz durch. Okay, und ich habe gemerkt, so lässt sich's deutlich besser zielen als so. Das heißt, wenn wir jetzt kämpfen, muss ich dann sehr viel hier so rechts im Maustaste noch drücken. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Muss man wirklich sagen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Es ist aushaltbar. Ich glaube, die versuchen es realistisch zu machen, dass sich die Waffen erst drehen müssen und allem drum und dran. Wir haben relativ viel Schildenergie. Ich würde jetzt mal auf Angriff gehen. Die paar Prozentpunkte, die uns noch fehlen, kriegen wir hin. Wir gehen nicht auf Leertaste, weil wir brauchen jetzt das Schild. Das können wir nach einem Kampf mal machen. Wir haben jetzt auch Tarnung. Das ist schön. Wir haben Tarnung. Kräfte, wir haben EMP, wir haben verschiedene Systeme an sich. Und damit würde ich sagen, wir sind einfach noch zu weit weg von dem Ding da. Wir haben auch 100% Schildenergie. Wir gehen nochmal in den schnelleren Antrieb. Und haben Roll Dice. Medizin 8 und more. Zack. Das war's. Das war's. Wir mussten ja hierhin fliegen. Ich habe jetzt einen Kampf erwartet, weil die Hilfe gefordert hatten. Okay. Dann halt nicht. Okay, die stopp, dann haben wir das alles. Nutze die Sternenkarte, um wohin zu springen? Hierher. Ab in den Hyperraum. Captain, the investigation has finished. We've been able to restore the transmission we picked up in the Slaver's headquarters. I think you need to hear this immediately. Nartos, Fleet Admiral of the Children of the Sun here. Situation report, Commander. Commander Expleo from Lithobia 1 here. All preparations are complete as per your orders. Perfect. The Galactic Summit is nearly upon us. The wrath of the Children of the Sun shall fall upon the Interstellar Republic. I can't believe it. We have to relay this as soon as possible. Understood, Admiral. Although there's something that worries us. A captain of the Republic is snooping around the sector. We followed him after his warp jump, but he destroyed our ships. Take care of him as soon as possible.
Now is the time for us to control the mining and commerce network. Send a pirate fleet and make sure that the Protonite mining stations are under our control and that none of the Republic stations are supplied. Break their will, and if necessary, kill them all. May the sun light your way, Commander. We'll keelhaul them all! Expleo out! Och nein, ich weiß, was passiert. Durch die Demo. Aber in der Demo habe ich die übrigens alle platt gemacht. Die Gegner. Reception is awaiting you on the docks. All representatives and diplomats shall be escorted to the Senate chambers, where the summit shall begin. I don't think we'll be having that summit, Admiral Xiao. The Children of the Sun no longer receive orders from the Interstellar Republic. What is the meaning of this, Nardos? For centuries, the Children of the Sun have been subjected to the whims of the Republic. That time has come to its end. We order your retreat and complete demilitarization of your strategic points across the universe. We've looked out for the security and common interests of the universe for hundreds of years. We won't cave into the scare tactics of a few bloodthirsty savages. Just a few, Admiral? We've been complacent for too long, okay. But that's over now. Jetzt bin ich still. Ich muss mich konzentrieren. Wie gesagt, ich kenn's aus der Demo. Admiral, this is high treason. Opposition to the Republic like this means a death penalty to anyone who supports your rebellion. Außer es ist genauso gewollt. Surrender or die. Nardos, be reasonable. This means war on a universal scale. Millions will die. The decision has been made, Xiao. May the sun light your way, Admiral. Children of the Sun are attacking the headquarters. Hallo mein Freund, ich bin genau vor dir. Captain, our shields have been damaged. We won't hold out much longer. Our shields have fallen. Ja, ja, kein Thema. Kriegen wir. The Children of the Sun are focusing all their fire on the station. The chances of the station resisting this attack are 0.057%. The armor around one of our engines has been destroyed. The space station has been destroyed.
You'll pay for this, do you hear me? You will pay for this, even if it's the last thing I do! I'll get you if I have to follow you to the end of the universe. Captain, snap out of it! We need you more than ever now! Captain, there's a fire in the reactor room! The pressure readings are off the charts! Burton? Burton! Answer, dammit! Bastard, you won't finish us off! Captain, we've lost the propulsion engine. Heavy damage to the ship. Status critical. You'll never get away with this, Nardos. The Republic will prevail. Das ist der Prolog. Am Ende genauso wie in der Demo. Ich müsste eigentlich mal kurz in den Rückzug gehen, um meine Schilde hochzuladen. Vor allem hinten. Captain James Scott of the Interstellar Republic, ID 4128Z. Deactivate protection protocols. Crew security protocols have been deactivated. Captain, the systems will not support the overcharge. The probability of death is 100%. We cannot allow the children of the sun to get away with this. My... full power! Yes, Captain. Life support offline. Defense systems offline. Redirecting power. Power at 110%. 250%. 500%. 1000%. For the Republic! Bats! Boom! Krach! Peng! Das war der Prolog, meine Freunde. My situation analysis. Systems completely destroyed. Crew dead. I see. So this is it, right? MAR system. Protocol error. Damage. Easy. I'm here with you. Rest, my. Rest. Der An, das Ende vom Anfang. Die Errungenschaft. Der Prolog. Den kennen wir schon und den haben wir schon in der Demo einmal gespielt. Der war ein bisschen länger, glaube ich. Ich glaube, in der Demo. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Demo hatte ich damals in einer Stunde durch. Ja, ich denke.
Jetzt haben wir ein bisschen länger gebraucht. Gut, ich habe ein bisschen mehr gequatscht. Das ist der Prolog. Und wir können nun die Kampagne starten von Between the Stars. Ich glaube, wir können uns ein Schiff aussuchen. Wir können hier Mercury Talium. Speed, Agility, Hüllenresistenz und Schild nicht so gut. Okay. Spell Transfusion. Distribute Energy between Shields. Activate in Effinery. Okay, wir können Energie von den Schilden zu den anderen Schilden transferieren. Wir können uns auch mal das andere Schiff anschauen. Ist ein bisschen ausgewogener. Die Infinite Astral. Hat weniger Waffensysteme. Nee. Hat nur Waffensysteme. Hat aber den Burst. Schon. Den ich ja gern verwende ab und an. Dann haben wir hier noch eins. Das ist, hat ein bisschen weniger Schild, hat aber auch den Burst. Cosmos Transporter. Ich würde gern die hier nehmen. Die ist ziemlich ausgewogen. Wir nehmen das Emblem. Das schaut auch ganz gut aus. Wir haben den Burst. Wir haben drei Waffensysteme. Oder drei Waffen. Und starten einmal. Das sind wir. Und wir haben hier verschiedene Leute. Modern Implement. Okay. Wir schauen echt schrecklich aus. Hiroshi, Krox, Bruchpilot. So, wir sind. Ja, so. Können wir uns vielleicht ein bisschen anders Oh Gott. Es wird ja immer schrecklicher. Ja, das könnte auf mich passen. Komm, bam, go. Ich mag das Charakter erstellen nicht so. Also, wenn ich zumindest so ausschaue. Captain, we're in the sectors adjacent to Tacit Stella. The War Council will not be held for another 2 days. Understood, May. We'll take advantage of the downtime to supply our ship and patrol the area. Input coordinates to the nearest space station. No need, Captain. Our power levels will let us fly for at least another 2 weeks. We've spoken about this, May. The crew is exhausted. They've been eating nothing but synthetic proteins for a month. They need a breather. Aye, Captain. Coordinates set. Wir machen erstmal so ein paar Nebenquests hier. Die es hier gibt gerade. Und starten einfach mal hier zu der verdächtigen Aktivität. Gleich mal durch. So. Head to the target. May, prepare boarding protocol. So. Gehen wir erstmal dahin. Fliegen wir mal zu dem hin. Zu dem kleinen Kerlchen da. Und guck mal, ich gehe wieder auf Waffen und Schild und allem drum und dran. Wobei wir gerade nicht im Kampf sind. Wir bleiben mal auf Antrieb. Dadurch sind wir ein bisschen schneller. Ein bisschen zumindest. Was will der von uns? Roll the dice. Ah, eine 6 hätte ich gebraucht. Gained. Okay. Es war ein freundlicher. Wir haben Erfahrungspunkte gekriegt, mit denen ich noch nicht weiß, was ich anfangen kann. Aber ich glaube, das ist halt genau das, wo wir dann hier... Komisches Signal. Ab zum komischen Signal.
geben einmal Schub. Den werden wir natürlich immer erst aufladen müssen. Wir gehen doch nicht zur Station. Receiving signals nearby. Activate the weapons! All crew to battle stations! Wir haben nämlich die Schwachstelle von denen. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass da an der Seite dann Weak Point steht. Also schießen wir hinten auf das Schiff drauf. Weil da haben wir das Schild schon durchbrochen. Gut, die waren jetzt wirklich nicht stark. May, send a damage report to my terminal immediately. Aber wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir immer das Schild vorne sehr stark nutzen. Das ist so ein bisschen unser Problem. Merke ich. Oder ist es unser Schwachpunkt? Das kann natürlich auch sein. Aber dann hätten wir jetzt bei drei Schiffen immer vorne den Schwachpunkt gehabt. Das wäre natürlich doof. Entschuldigung. So. Wir fliegen zu dem nächsten Signal hier. Hier rüber. Head to the target. May, prepare boarding protocol. So, wir fliegen dorthin. Haben, ich schätze mal, da wieder eine, das ist so, weiß nicht, so viele Kampfmissionen? Keine Ahnung. Charisma 6. Mal schauen, ob wir es diesmal hinkriegen. 8. Sogar. Oh, Luck. Das war nichts. Wir haben aber Erfahrungspunkte bekommen. Die Hülle wollen wir nicht verschlechtern, weil wir haben nur noch so um die 70% Hülle. Wir haben schon Hüllenschaden bekommen. Und deswegen lade ich mal den Antrieb auf. Möchte ich lieber etwas Speed in Kauf nehmen. Ich verpiss mich. Ich verpiss mich mal schnell. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich habe jetzt gedacht, wäre vielleicht eine gute Idee, dass ich für die flüchten kann, aber da habe ich ja keine Chance. Werde ich da wirklich nach jeder so einer Mission angegriffen? Kacke. Ach du Scheiße. Nein! Das alles nochmal? Nein, ah, okay. Nur noch die eine Mission und wir werden voll repariert. Oh. Lass mich mal kurz ins Invent. Brech mal kurz ab. Sind die jetzt noch verletzt? Okay, wir sind auch wirklich sehr schwach gerade auf und auch aufgestellt oder haben wir sehr wenig. Ach, guck mal, die bewegt sich sogar. Wir haben halt auch nur 3 Bordkanonen. Können wir vielleicht mal eine bauen? 3 blaue Plätze? Würde ich gerne. Den hier bauen. Fünf, drei. Vier, zwei. Wir können gerade an sich nichts mehr bauen, oder? Was haben wir denn in unserer, ich glaube, wir haben auch nichts. Ah doch, guck mal hier. Ab in den Scrap Workshop. Tun wir die mal ein bisschen upgraden. Und Charisma, Leadership, gehen wir auf, ja, wir graden das mal ab. Okay, haben die alle eigene Punkte? Oh ja. Mal die Waffensysteme upgraden. Gut, Crafting, System Upgrade, Crafting und das. Der andere Ingenieur, der macht die 2 Sachen. Du hier, was bist du? Medizin und Schilde. Du hast sogar drei Punkte. So, ich vergeben wir auch. Wir haben gerade Credits gekriegt. Ich weiß nicht wofür, aber wir haben Credits bekommen. Okay. Ich würde ja gerne den Flak und den Laser noch machen. Hier, das wird zerlegt. Ach, wir haben das Teil zerlegt. Light Gun, Guided Missile, MK Launcher, der ist aber schon teuer. Aber wir hätten das Geld gerade. Ah, das können sie nicht machen. Okay, dann haben wir unsere blauen Systeme hier schon mal voll. Was ist das? Light Gun. Cannon. Argon Laser. Light Plasma Cannon. Plasma haben wir halt keine, oder? Light Plasma. Hier, leichte Plasma. Leichte Plasma. Ja, pass auf, dann packe ich die leichten Plasma mal hier vorne hin. Und die Kanonen der Republik dahin. Und ich mache mir dann nochmal 2 Kanonen der Republik und pack die links und rechts hin.